Alter, der Korken Alter. Aus Metall, Alter. Groß, Alter. Heute wird's ein bisschen raurig und maritim. Scheiße, ne, Alter. So. Ein medizinischer Notfall. Ja. Man hat jetzt so mit dem Hinterkopf auf meinem Hammer gesagt. Haben wir was gut? Brauchst du ein bisschen Jod? Gut, ich schon mal so Fakten. Die Fermentationszeit, 55 Stunden, also mindestens, kommt auch ein bisschen auf die Wochentage an. Ja. Finde ich geil, ist aber immer so ein Zeichen halt für viel Produktion. Wir haben auch mehr Produktion jetzt bei Artbeck oder Lagavulin. Die beide 3, auch 3. auf der Insel übrigens zu finden sind, aber das wisst ihr alles schon. Das ist ein magische Dreieck. 3,3 genau. Millionen Liter sind es aktuell. Mhm. Ja. Genau. Verwenden dafür auch sehr torfhaltiges Wasser für die Produktion. Genau. Also allein das Wasser schon sehr torfhaltig. Ja. Und das Malz ist auch getorft. Also zum einen melzen sie 15% circa selbst mit 50 bis 60 ppm. Den Rest kaufen sie zu, hat ein bisschen weniger ppm, ja. Aber alles von, sehr, sehr. Ja. Ja. Von der geschlossenen Brennerei Port Ellen, wo im Prinzip jeder auf Isla gefühlt sein Malz kauft, hat 30 bis 40 ppm. Deswegen, da macht man immer so einen nicen Mix raus und bringt seinen eigenen Charakter raus. Ja, Fakten. Also sehr einzigartig. Jeder kennt ihn und entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Genau. Ja, auch, ja. Geht auch nicht anders. Ja. Man hasst ihn oder man liebt ihn. Ja. Und jetzt hier zum 10-Jährigen. Wir haben 40 Volumenprozente, also wirklich das Minimum und Standard. Gefärbt ist er auch. Fakten. In dem Fall nicht ganz so schlimm. Die Flasche ist ja auch gefärbt. Das würde ich auch gerade sagen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man ihn färbt. Ja. Kühl gefiltert auch. Also wirklich preislich. Ja, preislich passt dann wiederum, maximal 30 Euro, ab und zu mal 25. Ist auch für jeden mal, der nicht so in dem, nicht so im Whisky drin ist, auch mal interessant, kann man sich mal leisten, wenn man mal so ein richtiges Rauchmonster probieren möchte. Ja. Ja. Ist eigentlich ganz interessant. Und für Einsteiger sehr erschwinglich, aber nicht empfehlenswert. Das wäre es nicht, was ich gerade ansprechen wollte. Für Einsteiger finde ich sehr, sehr geil. Falls ihr irgendjemanden kennt, der sagt, ah, ich würde vielleicht mal langsam mich ans Rauchige probieren, gebt ihm nicht irgendwie einen Highland Park oder so, gebt ihm einfach den. Ja. Entweder liebt ihr ihn oder hasst ihn. Manche sind über den zu Whisky gekommen, weil sie denken, geil, Alter. Ja, schon krass. Einfach ins Gesicht. Die Flasche aber nicht im Whisky. Ja. Und bevor wir jetzt gleich unsere Nase in den Rauch reinheben, würde ich sagen, hebt ihr eure Nase erstmal in unseren Whisky-Porn rein. Nicer Porn übrigens, Alter. Auf jeden Fall. Ja. Sehr geil. Deswegen muss man mit der Nase auch bis an den Bildschirm ran, dass man nichts verpasst von diesem unfassbar geilen Porn. Ohne Witz, Mann. Ich würde sagen, lass los, Alter. Na, lass mal die Nase reinhalten. Muss gar nicht, ist eh schon nach. Ja, das stimmt, riecht eh schon danach. Ja. Boah. Und sofort fängt es an mit, oh geil, oh nee, eklig, oh geil. Faszinierend auf jeden Fall. Alter, auf jeden Fall. Alter. Also, ist eigentlich unvergleichbar, Alter. Ja, ist auch komplett eigenständiger Charakter, so medizinisch und rauchig und maritim. Also unter anderem auch, kann man noch erwähnen, die Lagerhäuser sind ja ganz nah ans Meer angebaut, sodass die Fässer tatsächlich zum Teil nass werden und salzig dadurch. Nasse also Füße bekommen. Ich habe auch hier sofort diese maritime, salzige Note. Ja, übelst. Krass. Ja. Also sogar der Rauch, gut, irgendwann verfliegt er so ein bisschen, aber dieses Maritime, das bleibt rauchig, bisschen Leder, aber maritim ist fuck man und aber auch so Jod medizinisch mäßig. Ja, die sind genau ziemlich medizinisch und kräutrig übertrieben. Ja, das ist eigentlich alles gesagt. Ja. So viel gibt's gar nicht mehr, gell? Ich hätte Bock, jetzt einfach so ein paar Kartoffeln und dann mit diesem salzigen Whisky oben drüber. Das kommt bestimmt gut. Boah, Alter, das ist echt geil. Unfassbar. Bratkartoffeln anbrennen mit dem Whisky, Alter. Eigentlich geile Idee, Mann. Echt so, Alter. Okay, scheiße, das Video, lass mal. Aber ist ironisch. Echt cool. Ein nice Idee. Was für Idee. Übel nice Idee. Und das wird es dann noch der Tag, wo wir Dachs Lachs mit Schokolade und Salz essen. Genau. Es gibt dann ein Whisky-Koch-Video, Mann. Okay, jetzt scheiß wirklich auf das Video. Bald auf unserem Kanal. Viel mehr
mehr gibt es eigentlich nicht. Es ist eigentlich wirklich alles gesagt. Genau, maritim. Ja, so leicht cremige Note. Also es kommt schon auch vom Fürstfeld-Bourbon-Fass genau durch. Also so eine leichte Fruchtigkeit. Ja, so leicht cremig, finde ich. Aber ich würde auch eher mit der Cremigkeit gehen, mit Vanillecreme. Aber sonst habe ich wirklich einfach Salz. Bisschen Vanillepudding habe ich. Salzigen. Tschüss, was für Vanillepudding isst du? Okay, wir machen doch kein Kochvideo. Schau vielleicht mal nächstes Mal ein Edeka eher in den hinteren Regalen und nimm die neuen raus. Wenn das so richtig verbrannt aus dem Ofen kommt, Alter. Vor allem aus dem Ofen. Ja, hast du alles erzählt? Ja, das ist deine Antwort. Okay, jetzt weiß ich wahrscheinlich auch. Also danach riecht er schon. Ja. Aber hab ich halt noch nie gegessen und will ich auch nie. Nee, ich auch das Gleiche erzählt, hätte ich sofort mitnehmen können. So, also Slotche! Slotche! Ja. Nice. Hast du ihn oder liebt ihr ihn? Also ich bin glaube der erste Mensch, der dazwischen steht. Ja. Also ich habe ihn früher vor langer Zeit tatsächlich auch gehasst. Weil mittlerweile, also lieben jetzt nicht, aber ich finde ihn okay. Yes. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig der Rauch im Mund doch durchkommt. Mhm. Also ich habe in der Nase nur Rauch. Mhm. Beim Trinken finde ich die maritimen Noten, die Salzigkeit, ein bisschen auch die Cremigkeit wesentlich krasser im Vordergrund. Ja. Gut, Alkohol 40% habe ich gar nicht, klar. Ja. Die sind, wobei ich wiederum finde, es gibt andere 40%ige, die wie Wasser schmecken. Ja, wie Wasser schmeckt er Gott sei Dank. Wie Wasser schmeckt er Gott sei Dank nicht. Also ist doch ein bisschen, also ein bisschen mehr wäre trotzdem wer uns kennt, natürlich besser. Ja. Ich habe auch noch eine Note. Die habe ich jetzt zwar noch nie in meinem Leben probieren können, aber genau so will ich es mir vorstellen. Und zwar, wenn ich einfach einen Tannenzapfen esse, Alter. Irgendwie so. Dann auch, sticht. Es sticht ein bisschen. So ein bisschen wie holzige und dann so kräutrig oder so. Das Harz vom Tannenbaum kommt mit. Ja, können wir mal probieren. Geile Idee eigentlich. Ja, wie gesagt, 25 bis 30 Euro. Wenn man mal was Außergewöhnliches probieren möchte, machen wir hier nichts falsch. Also ich bin froh, dass du ihn gekauft hast, weil dann kann ich ihn ab und zu mal probieren und kann dann sagen, okay, ich brauche ihn halt nicht. Ja, nee, aber ist schon so ein Meinungsspalter-Whisky. Ja. Aber ich finde, wenn du zu Hause eine eigene Bar aufstellen willst, musst du rein. Mhm. Einfach, eigentlich weil das so einzigartig ist. Ja. Ja. Und aus dem Grund haben wir auch in unseren Einsteiger-Tastings, so sieht's aus, als Eila-Variante, einfach um die Einsteiger mal auch sowas vorzuführen. Und abzuschrecken. Deswegen am Ende, damit es schnell gehen. Hey. Ja. An sich finde ich ihn okay. Also ist nicht mein Lieblingswhisky, aber ich finde ihn echt angenehm auch mal zu trinken. Ist was, mal was anderes. Ja. Auf jeden Welche 10-jährige Standardvariante könnt ihr noch empfehlen? Vor allem vielleicht auch gerade rauchig. Ja. Welcher überzeugt euch oder schmeckt er euch oder nicht? Haut mal in die Taschen. Ohne Witz. Und wir hauen Fakten rein. Ordentlich. Aber ordentlich. Tschüss. It was at this moment that he knew. He fucked up.